Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Geschichte geht es um eine Begebenheit, die im Neuen Testament passiert ist. Und zwar geht es um den Feiertag, den wir jetzt kürzlich erst hatten, nämlich Pfingsten. Und in der Geschichte sind wieder ganz, ganz viele Menschen in Jerusalem. Aber um in diese Zeit zurückzureisen, machen wir einmal wieder unsere Kerze an. Wenn du möchtest, kannst du das jetzt mit deinen Eltern zu Hause auch machen. Ich stelle diese Kerze jetzt vor mich hin und konzentriere mich auf diese Kerze und reise ein ganzes Stück in die Vergangenheit, nämlich in die Zeit, kurz nachdem Jesus gelebt hat. In der Zeit haben sich die Jünger, also Jesus Freunde, regelmäßig getroffen und gemeinsam gefeiert. Sie haben auch immer noch die jüdischen Feste gefeiert, denn Pfingsten ist ein jüdisches Fest, bei dem sich die Juden daran erinnern, wie Mose die 10 Gebote am Berg Sinai bekommen hat von Gott, sie diktiert bekommen hat und sie gesammelt hat. Und daran erinnern sich die Leute und deswegen sind auch ganz, ganz viele Juden wieder zu der Zeit, ähnlich wie an Ostern, in der Stadt in Jerusalem. Und auch die Freunde sind da. Und dann ist es so, dass sie gemeinsam essen, gemeinsam Abendmahl feiern und am nächsten Morgen auch gemeinsam frühstücken. Und an diesem Frühstück passiert etwas sehr Seltsames, denn sie werden, guck mal gerade nach, ne? denn sie können plötzlich in unterschiedlichen Sprachen sprechen. Nicht nur in ihrer eigenen Sprache, sondern auch in den Sprachen, aus denen die Menschen zu Besuch in Jerusalem sind. Und sie predigen diesen Menschen etwas. Jeder kann sich verstehen. Und in Zeichnungen ist es oft so, dass auf dem Kopf dann so eine Feuerzunge entsteht. Und genau diese Dinge, die da erzählt werden, stoßen erstmal auf Unverständnis. Zum Beispiel, ob die Jünger besoffen sind oder sowas. Und darüber sagt Petrus etwas. Und das lese ich euch jetzt einmal vor. Ich lese aus der Bibel. Petrus trat mit den anderen 11 Aposteln vor die Menschenmenge. Mit lauter Stimme sagte er, ihr Juden und ihr Bewohner von Jerusalem, ich muss euch etwas Wichtiges sagen. Hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken. Es ist ja gerade erst 9 Uhr morgens. Nein, es erfüllt sich, was der Prophet Joel angekündigt hat. Gott sagt, einmal kommt die letzte Zeit. Da gieße ich meinen Geist über alle Menschen aus. Dann werden eure Söhne und Töchter reden wie Propheten. Euren jungen Leuten wird Gott erscheinen. Genauso wird es bei den Älteren in ihren Träumen sein. Es gilt für Männer und Frauen, die mir dienen. Über alle werde ich meinen Geist ausgießen. Dann werden auch sie wie Propheten reden. Oben am Himmel und unten auf der Erde. Überall werde ich erschreckende Zeichen erscheinen lassen. Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verdunkeln und der Mond wird blutrot. Aber dann kommt der Tag des Herrn. Der wird groß und herrlich sein. Dann wird es so sein, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Männer und Frauen aus dem Volk Israel, hört auf meine Worte. Gott hat Jesus von Nazareth durch mächtige Taten und durch Wunder und Zeichen bestätigt. Diese hat Gott mitten unter euch durch ihn getan. Das wisst ihr selbst. Gott hat es vorher gewusst und geplant. Durch Menschen, die das Gesetz nicht kennen, habt ihr Jesus ans Kreuz geschlagen und töten lassen. Aber Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er hat ihn aus der Macht des Todes befreit. Der Tod konnte ihn unmöglich festhalten.
Schon David sagte über ihn, ich sehe den Herrn immer vor mir. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darum ist mein Herz voller Freude und mein Mund jubelt. Und ruht mein Körper im Grab, ist er noch immer voller Hoffnung. Du wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen. Du wirst nicht zulassen, dass der Körper deines Dieners verwest. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. Voller Freude werde ich bei dir sein. Ihr Frauen und Männer von euch, zu euch kann ich ganz offen darüber, über unseren Vorfahren David reden. Er ist gestorben und wurde begraben. Ihr alle kennt sein Grab. Aber David war ein Prophet und Gott hatte ihm feierlich versprochen, einer deiner Nachkommen soll auf meinem Thron sitzen. Als David das sagte, redete er von der Zukunft. Er sprach darüber, dass der Retter vom Tod auferstehend, der Christus, den Gott versprochen hat, der blieb nicht im Reich des Todes, sein Körper verweste nicht. Diesen Jesus hat Gott vom Tod auferstehen lassen. Wir alle sind dafür Zeugen. Bei Gott ist er erhöht. Er ist an seiner rechten Seite. Er hat vom Vater den versprochenen Heiligen Geist bekommen. Den hat er über uns alle ausgegossen. Das ist es, was ihr hier seht und hört. Nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Denn er hat ja selbst gesagt, Gott, der Herr, hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich neben mich an meine rechte Seite. Ich lege deine Feinde vor dir nieder auf den Boden, dann kannst du sie als Hocker für deine Füße benutzen. Alle Menschen in Israel sollen erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als die Leute die Worte von Petrus hörten, traf es sie mitten ins Herz. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, liebe Brüder, was können wir jetzt tun? Petrus sagte zu ihnen, ändert euer Leben. Jeder von euch soll sich taufen lassen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und den Heiligen Geist schenken. Dieses Versprechen gilt für euch und für eure Kinder. Und es gilt allen, die jetzt noch weit weg von Gott sind. Es gilt allen, die er zu sich rufen wird. Mit diesen und anderen Worten ermahnte Petrus sie. Er forderte sie auf, lasst euch retten aus dieser Generation, die auf einem falschen Weg ist. Viele hörten auf die Worte von Petrus und ließen sich taufen. Ungefähr 3000 Menschen kamen an diesem Tag zur Gemeinde dazu. Das ist es, was an Pfingsten auch gefeiert wird. Dass sich alle Menschen verstehen, sie zu Gott finden, zu Jesus finden und sich taufen lassen. Daher ist an Pfingsten oft auch ein großes Tauffest. Vielleicht magst du dich da mal erkundigen. Wenn du möchtest, um den Heiligen Geist ein bisschen besser zu sehen, kannst du ein kleines Windrad basteln, was du auf den Balkon, in den Garten stellen kannst, vor dein Fenster im Zimmer oder dass du mit deiner eigenen Luft anpusten kannst. Vielleicht magst du mir davon ein Foto schicken oder ein Video an sarah.wilke@ev-jugend-halle.de oder ein Foto per Post an die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Halle, YouTube-Mitmachaktion in der Martin-Luther-Straße 7 in 33790 Halle. Ich freue mich sehr, auch nächste Woche wieder von dir zu hören. Und jetzt kannst du deine Kerze wieder auspusten und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!